Weißt du, was der Grund ist für so viel Hass und Wut und Trauer und Ärger zwischen den Menschen? Grenzen. Grenzen sind der Grund. Ich bin Inder. Du bist Deutscher. Er ist Pole. Er ist Türke. Er ist Russe. Er ist Araber. Er ist Tamile. Wir fangen sofort an, Kategorien zu erschaffen. Wir fangen sofort an, Grenzen zu setzen. Er ist Christ. Er ist Moslem. Er ist Jude. Er ist Hinduist. Er ist Buddhist. Und zack ist die nächste Grenze gesetzt worden. Er ist heterosexuell. Er ist homosexuell. Immer werden Grenzen gesucht. Immer liegt unser Fokus auf dem, was uns unterscheidet. Wie oft ich gefragt werde, Bion, woher kommst du? Bion, was hast du für eine Religion? Weißt du was? Ich bin ein Mensch. Und meine Heimat ist die Erde. Und deine Heimat ist auch die Erde. Okay, ich bin ein bisschen dunkler. Woran das liegt? Dass in Indien einfach mehr Sonne scheint. Immer liegt der Fokus auf den Dingen, die uns unterscheiden. Es würde so viel mehr Liebe, es würde so viel mehr Vertrauen, es würde so viel mehr Toleranz und Respekt herrschen zwischen den Menschen, wenn wir sehen, was uns verbindet. Du kannst mich verstehen. Wir sprechen die gleiche Sprache. Aber es gibt Dinge, die jeder Mensch versteht. Unabhängig von Sprache, unabhängig von Land, unabhängig von Kultur, unabhängig von Religion, unabhängig von allem. Schau dir die Erde von oben an. Du siehst einen wunderschönen Planeten. Du siehst nur einen wunderschönen Planeten. Mit uns Menschen als Bewohner dieses wunderschönen Planeten. Aber weißt du, was man auch sieht aus dem Weltall, wenn man auf die Erde schaut? Man sieht Krieg, man sieht Raketen, man sieht Explosionen. Und wie würdest du jemandem die Erde erklären und das, was darauf passiert, der die Erde noch nie gesehen hat? Wie würdest du erklären, dass Krieg herrscht? Wie würdest du Explosionen erklären? Wie würdest du erklären, dass Raketen geschossen werden? Wie würdest du erklären, dass Menschen andere Menschen töten? Wie würdest du erklären, warum wir uns darauf fokussieren, was uns unterscheidet? Und wie würdest du den Hass erklären, der daraus resultiert? Dafür gibt es keine Erklärung. Lasst uns mehr darauf fokussieren, was uns verbindet. Denn das ist so viel mehr und das ist auch so viel mehr wert, als das, was uns unterscheidet. Jede Grenze existiert nur in unserem Kopf. Dein Bion.